wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Letztes Mal bei Schloss Einstein krachte es zwischen Conny und Anton. Was kann ich dafür, wenn ich andauernd Briefe bekomme? Der ist von Sophie, stimmt's? Anton machte sich einen Spaß aus Connys Eifersucht. Und Conny fiel voll drauf rein. Ich musste jetzt endlich schreiben, was mir zu sagen so schwerfällt. Diese blöde Kuh. Conny, ich liebe dich, dein Anton. Da fiel bei Conny der Groschen. Entschuldigung. Ich wusste nicht. Es gab nie einen Brief von Sophie. Aber dann wurde Anton von der Wahrheit eingeholt. Ja, wahrscheinlich ein Liebesbrief. Von wem ist denn der? Lieber Anton, schön, dass wir uns endlich bald wiedersehen. Viele Grüße, deine Sophie. Okay, nur noch die beiden Sachen, der Rest ist schon um. Du nimmst den Koffer? Ich die Tasche. Anton, endlich. Hallo Sophie. Na, alles wieder okay? Ja, ich bin wieder richtig gesund. Du sag mal, warum warst du eigentlich nicht an der Bushaltestelle? Du wolltest mich doch abholen. Tut mir leid. Ich hab's total verschwätzt. Ich lag wochenlang im Krankenhaus und alles, was dir dazu einfällt, ist, tut mir leid, ich hab's verschwitzt. Entschuldige, war nicht so gemeint. Ich dachte, du freust dich. Tu ich doch auch. Also, eigentlich hast du es ja gar nicht verdient. Willst du es nicht trotzdem auspacken? Guck mal, eins für dich und eins für mich. So, hab ich irgendwas falsch gemacht? Nein, alles bestens. Ich freue mich wirklich. Und warum habe ich dann das Gefühl, ich bin auf einer Trauerfeier? Meine Mutter kommt doch heute aus dem Gefängnis. Ja und, das ist doch toll. Ja schon. Aber ich muss wahrscheinlich hier weg. Und warum? Meine Mutter will mit mir nach Bayern ziehen. Na gut, Ghost Hunter. Dann ruf mich an, sobald der erste Auftrag in deine Agentur eingeht. Yeah. Ja! Verdammte Scheiße! Musst du dieses Ding hier überall rumliegen lassen? Entschuldigung. Ich hab nur gerade was geträumt. Was denn, dass ich mir wegen diesen Dingen hier die Beine breche? Ach, nix. Ist auch schon gut. Du hättest ja auch aufpassen können. Bitte, was hätte ich? Könnt ihr mal gucken, ob dein Geistersauger auch fliegen kann? Ey, spinnst du? Bitte, Alex. Ich verspreche euch, ich lasse das Teil wirklich nie wieder rumliegen. Wenn du es bist. Wow, das Konzert war richtig cool. Und der Sänger ist so süß. Perfekt. Was geht denn hier ab? Wir sind gleich fertig. Put your right hand on your left shoulder. Yes. You're an angel. I'm sorry, but I really have to go now, so... Of course, thank Bye. You very much for the interview. No problem. Namaste. Bye. Bye. Yeah, perfect. So. Was war das für ein Interview? Was hast du überhaupt für Sachen an? Das ist ein Sari. Warte doch mal. Lilly, ich erkläre es dir später, okay? Die haben mich ziemlich überfallen. Wow, was war denn das für eine Show? Keine Ahnung. Und? Nicht sehr übel, Jungs. Nicht übel? Mann, das war einer der ersten Plätze beim Gig Faking Contest letztes Jahr. Von mir aus? Was soll mir das jetzt sagen? Na, dieses Jahr gewinnen wir. Hey, pass doch auf! Los, dein Solo! Mann, Alex. Mit der Nummer schaffen wir das bestimmt. Sicher, vielleicht nicht in den Charts, aber für die Clubs reicht's. Du willst also nicht mitmachen? Ich? Ich mach mich da hier nicht zum Löffel. I ain't afraid of no ghosts.
fahrt doch weiter. Was? Na. Tickst du noch ganz richtig? Und warum will deine Mutter unbedingt nach Bayern? Weil dort keiner weiß, dass sie im Gefängnis war. Und jetzt hat die Arbeitsagentur ihr dort einen Job besorgt. Kapiert? Sei doch nicht gleich so sauer. Vielleicht finden wir doch noch was in Berlin. Hier zum Beispiel. Wollen Sie selbstständig arbeiten, Ihre Zeit frei einteilen und bis zu 3000 Euro verdienen? Da hängst du den ganzen Tag am Telefon und erzählst den Leuten irgendwelchen Quatsch, den keiner haben will. Oder hier. Wollen Sie zu Hause arbeiten und trotzdem viel Geld verdienen? Conny, das ist doch alles Quatsch. Aber hier, eine Privatbank sucht eine leitende Angestellte. Das wär's doch, oder? Ja, sie suchen ja auch garantiert Leute, die direkt aus dem Gefängnis kommen. Sag mal, willst du überhaupt hierbleiben oder nicht? Was macht ihr denn hier? Job suchen von Tans Mutter. Und? Schon was gefunden? Nee, nur Müll. Aber wir können doch nicht aufgeben. Wenn wir für deine Mutter keinen neuen Job finden, musst du nach Bayern. Toll, Sophie, darauf wären wir nicht gekommen. Habt ihr denn euch hier in der Gegend schon mal umgehört? Schon wieder so ein Spitzeneinfall. Hier in Brandenburg wimmelt es ja auch nur so von freien Stellen. Meine Mutter will nach Bayern, weil sie dort keiner kennt. Ich kann ja mal meine Mama fragen. Vielleicht weiß die was. Ich glaube, Anton und ich schaffen das auch ohne dich und deine Mami. Sophie will uns doch nur helfen. Ja, und ich weiß auch warum, weil sie scharf auf dich ist. Blödsinn! Von wegen Blödsinn. Good morning! Und? Habt ihr eure Lieblingsmusik mitgebracht? Mir ist übrigens Mozart genauso lieb wie Eminem. Also, was ist? Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. So. Eugen, zeigst du mir bitte mal, was du an dem Tisch so Spannendes hast? Gar nichts. Oh, dann zeig mir doch mal bitte dieses gar nichts. Gegen ein Spiel auf dem Handy kommt natürlich der beste Musikunterricht nicht an. Aber das ist ja gar kein Spiel. Das ist ja ein Gig-Faking-Video. Was? Sie kennen Gig-Faking? Was soll denn das sein? Man trifft sich im Chat, schaltet die Webcam ein und singt und tanzt zu seiner Lieblingsmusik. Aber man kann natürlich auch ein richtiges Video ins Netz stellen. Wenn euch das interessiert, dann macht doch mal so ein Video, was zu eurer Lieblingsmusik passt. Na toll. Was haben wir jetzt davon? Alex, keine Lust? Nee, bestimmt nicht. Dieses Songgehampel ist doch albern. Dann sag uns doch mal, was du cool findest. Ich mach da nicht mit, fertig. Ich schon. Und ich habe auch schon eine Idee. Sehr schön. Na Alex, vielleicht doch Interesse? Naja, ich könnte es mir mal überlegen. So. Und wo ist jetzt schon wieder die Gelande? Tja, vielleicht da drüben. Wo? Ta-ta-ta-ta! Mensch, lass das. Hol lieber schon mal die Torte aus dem Eisfach. Zu Befehl. Hallo. Ist das etwa für mich? Danke, euch allen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Ich habe noch eine Überraschung. Bin gleich wieder da. Ich glaube, ihr werdet uns in Bayern sehr fehlen. Nicht jetzt. Ist was? Na komm schon, Anton, raus mit der Sprache. Na, vielleicht gibt's ja noch eine andere Lösung für uns zwei. Schön wär's ja, du machst mich neugierig. Wie wär's denn, wenn wir für dich hier in der Gegend doch noch eine Stelle finden würden? Anton, du weißt doch, warum ich hier weg will. Ja, aber ich will hier nicht weg. Ich weiß ja, dass du meinetwegen einiges durchmachen musstest. Ja, genau. Und ich finde, langsam reicht's. Ich habe nämlich niemanden tot gefahren. Anton! Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Und zur Feier des Tages
Lass es. Überraschungstorte. Jetzt lass mich doch mal los. So, guck dir das mal an. Ja, und? Das ist die Homepage der indischen Zeitung, für die Saira das Interview gegeben hat. Und hier sind ältere Fotos aus der Zeitung. Saira und den Filmstar bei einer Bollywood-Premiere. Saira eröffnet eine neue Universität. Und hier sogar eine ganze Titelseite über sie. Aber davon hat Saira wirklich noch nie was erzählt. Jetzt kommt das Schärfste. Guck mal, was ich noch gefunden habe. Weißt du, wer das hier ist? Mm-mm. Das ist Dilip Kumar Sengupta, der Großvater von Saira. Und außerdem der Maharaja von Raipura. Aber dann wäre Saira ja eine indische Prinzessin. Oh, das muss ich gleich mal... Leonie, weißt du, wen wir hier auf Schloss Einstein haben? Eine richtige indische Prinzessin. Sie heißt Saira. Oh, hier bist du ja, Lilly, Mensch. Ich hab dich schon überall gesucht. Kommst du jetzt mit? Warte, ich ruf dich gleich zurück. Okay, und warum glotzt die beide mich jetzt so an? Wächst mir irgendwie Petersilie aus der Nase oder so? Meine Mutter kommt aus dem Gefängnis und ich beleidige sie. Du hast doch nur gesagt, was für ein Problem du hast. Und was machen wir jetzt mit der? Verschenken? Bitte schön. Wow, danke. Alles gut? Weißt du, Anton hat es nicht leicht gehabt in den letzten anderthalb Jahren. Ich habe im Gefängnis nur darauf gewartet, wieder mit Anton zusammen zu sein. Das war mein einziger Trost. Er hat sich doch genauso darauf gefreut. Aber trotzdem hat er versucht, sein eigenes Leben zu führen. Und da habe ich jetzt keinen Platz mehr. Natürlich hast du den. Aber die Schule genauso und seine Freunde all das. Soll er das jetzt einfach wieder aufgeben? Du hältst mich für egoistisch. Ist es das, was du mir sagen willst? Nein. Aber vielleicht gibt es ja doch noch eine Alternative. Im Interesse von Anton. Was, wenn du zuerst allein nach Bayern gehst und dort die Lage checkst? Und Anton bleibt bei dir. Anton könnten wir doch so lange aufs Einstein-Internat schicken. Wir? Aufs Einstein-Internat? Und wovon soll ich das bitte schön bezahlen? Ich könnte dir was auslegen. Nee und nimmer. Du bist verdammt nochmal nicht seine Mutter. Hast du nicht wenigstens mir was erzählt? Weil mir dieses ganze Theater tierisch auf den Keks geht. Darum. Oh nein. Komm, wir setzen uns dort hinten hin. Sagt man eigentlich Prinzessin oder Hoheit zu dir? Oh mein Gott, darf ich mitspielen? Ich kenne so wenige indische Würfelspiele. Das ist nicht indisch. Wir spielen Knobeln. Oh, Jonathan? Ein Foto mit einer echten indischen Prinzessin bei Knobeln. Das ist der Hammer. So, Ende der Vorstellung. Keine Fotos mehr. Marlene, würdest du jetzt bitte aufhören, allen Leuten zu erzählen, dass ich eine Prinzessin bin? Ich meine, ich möchte hier ein ganz normales Leben führen, okay? Hm. Danke. Du, wie viele Diener habt ihr eigentlich in eurem Palast in Indien? 100? 200? Nur mein Großvater lebt in einem Palast, meine Eltern nicht. Wieso nicht? Weil es keinen Spaß macht. Könntest du Saira jetzt mal in Ruhe lassen? Wir würden gern spielen. Aber ihr habt doch Dina, oder? Ja, na, aber logisch. Aber ich hatte nur eine. Und was muss ich diese machen? Weißt du was? Am besten ich zeig's dir selber. Ich will dich aber nicht verlieren. Ich komme dich öfters mal besuchen. Versprochen. Anton? Ja? Du bist also einverstanden? Ist schon okay, Mama. Ich komme mit nach Bayern. Kommst du? Herr Dr. Stolberg wartet. Wartet mal einen Moment. Was ist los? Ich habe einen Job für Sie.
Was soll das denn jetzt? Jetzt lass Sophie doch erst mal ausreden. Hm? Auf dem Reiterhof suchen Sie jemand für die Buchhaltung. Ich habe auch schon mit dem Besitzer gesprochen. Also wenn Sie wollen, können Sie gerne zum Vorstellungsgespräch kommen. Das ist mitten in Seelitz. Ich glaube nicht, dass das Romanke will. Wann soll das Gespräch sein? Am besten gleich. Versuchen kann ich's ja. Danke. Ach komm, jetzt sei kein Frosch. Mann, Alex, die Nummer ist doch wirklich cool. Ja, der Song ist echt cool. Ja, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Der Anfang war auch schon das Ende. Ich helfe ihm gerade ein bisschen bei seinem Video. Willst du Vanessa nicht mal zeigen, was du so drauf hast? Klar doch, aber du machst mit. Ich guck mir das lieber mal vom Sofa an, dann kann ich dir noch ein paar Tipps geben. Achso, und vergiss den Schnorchel nicht, das kommt cool. Okay. Und zieh die am besten noch an. Wirklich? Tut das nicht ein bisschen viel? Ach Quatsch, das kommt noch cooler. Was für ein Schwachsinn. Der will sich einfach absolut zum Löffel machen. So don't debate, play it straight. You know he really doesn't anyway. Gonna play the field, keep it real. You know way, for you know way. So, jetzt bist du dran. Alex? Sie sehen ja selbst, das ist ein kleiner Hof. Das ist halt ein Familienunternehmen. Das Familiäre finde ich gerade schön. Und die Pferde scheinen sich wohl zu fühlen. Ja, darauf kommt es ja an. Deswegen muss hier jeder alles können. Das heißt also, eine Buchhalterin zum Beispiel sollte auch wissen, wie man ein Pferd sattelt. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Ach. Wir hatten selbst Pferde. Ist ja schön, aber Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten zuletzt in einer Bank gearbeitet. Ja, ich war da leitende Angestellte. Ja, vielleicht sind Sie da für uns ein bisschen überqualifiziert. So viel kann ich nicht zahlen. Och, da würden wir uns schon einig werden. Ja? Ja. Oh, ich denk noch mal drüber nach. Danke. Dieser Kinderkram von Eugen war ja nicht zum Aushalten. Naja, manchmal hat er auch ganz gute Ideen. Eugen hat einen coolen Mitbewohner. Und mehr nicht. Und deshalb wollte ich dich fragen, ob du nicht Lust hast, in meinem Video mitzumachen. Echt? Du hast was drauf. Ja, obwohl, eigentlich habe ich Eugen schon versprochen. Ist nicht dein Ernst? Ich dachte, wenn ich ihm helfe, dann wird das vielleicht doch noch was. Eugen ist doch viel zu kindisch. Für so jemanden wie dich. Ich habe auch schon eine Idee. Und eine super coole Rolle für dich. Also Felix, wir machen es besprochen. Ja, komm schon, Alex. Alex, wie sieht's aus? Hast du dich schon ein bisschen bei uns eingelebt? Klar, alles cool, alles easy. Schön. Na dann, ihr beiden. Ha, Viererpack. Oh, dann mache ich jetzt einen mit Fünfern. Quatsch, das schaffst du nicht. Abwarten. Spielst du eigentlich mit dem Maratsche auch manchmal knobeln? Ach Quatsch, er kennt das gar nicht. Viererpasch mit Fünfern. Genauso, wie ich es gesagt habe. Aber die Diener, die du hast, lesen dir bestimmt jeden Wunsch von den Augen ab. Na, logisch. Die würden jetzt zum Beispiel lesen, dass ich dringend einen Weihnachtsshake brauche. Zwei Weihnachtsshakes. Weihnachtsshakes. Danke. Bitte.
köstlich. Boah, ich platze gleich. Soll ich noch etwas Luft zu fächern? Oh mein, ich brauche jetzt erstmal Ruhe. Das verstehe ich. In Indien machen meine Diener Yoga, wenn ich Ruhe brauche. Das entspannt mich auch total. Schau, so. Einmal drehen, die Lady. So. Und jetzt wird geschwiegen. Für mindestens eine Stunde. Und wir können jetzt endlich auch Ruhe spielen. Ja, Mama. Und der Alex, mit dem ich auf einem Zimmer bin, genau, ist jetzt mein Freund. Doch. Doch, wir drehen sogar ein Video zusammen. Ja. Du, ich habe noch eine viel bessere Idee für den Schluss. Setz dich mal. Eugen, jetzt wart mal. Setz dich doch erst mal. Das wird genial. Also du musst dir das so vorstellen. Du nimmst dir eine Gummiente. Eugen! Und was denn? Ich mach da nicht mehr mit. Wo machst du nicht mit? Ja, bei deinem Video, ich steig aus. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, ich bin jetzt bei Vanessa dabei. Bei Vanessa? Aber ich hab doch schon alles für uns vorbereitet. Ja, dann noch viel Spaß mit deiner Gummiente. Ich dachte, wir wären Freunde. Deine Diener haben es wirklich nicht leicht. Also bei mir hat sich bis jetzt auch keiner beschwert. Oh, Marlene, schön dran denken. Einatmen und ausatmen. Ja. Ich verstehe einfach nicht, wie deine Diener das aushalten. Naja, ehrlich gesagt, ist das alles eine Frage der Übung. Genau, eine Frage der Übung. Läuft das am Indischen Hof wirklich immer so? Na, logisch. Wisst ihr, was mir jetzt noch fehlt? Mein Nagelbrett. Es gibt nichts Erfrischenderes. Du legst dich aufs Nagelbrett? Ich? Nein, du. Dafür habe ich doch schließlich meine persönliche Assistentin. Saira, ich finde, Marlene hat wirklich genug gemacht. Ja, ich finde, du hast recht. Ich werde mir mein Nagelbrett selber holen. Saira, warte. Ich kündige. Du willst also nicht mehr? Nein, ich glaube, das Leben am Indischen Hof ist wirklich nichts für mich. So. Das Leben am Indischen Hof ist für mich übrigens auch nichts. Und eine persönliche Assistentin würde ich auch nicht haben wollen. Moment mal, du hast gar keine persönliche Assistentin? Ach Quatsch, jetzt vergiss doch mal den ganzen Kram mit der persönlichen Assistentin. Ich habe was viel Besseres. Eine Freundin. Ihr werdet es nicht glauben. Herr Bongard würde mich nehmen. Ja, wir bleiben hier. Frau Mahnke. Guten Tag. Guten Tag. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie schon wieder draußen sind. Na dann, alles Gute. Mama, was ist los? Es tut mir leid, Anton, aber ich kann den Job hier auf gar keinen Fall annehmen. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Wenn du das Video nicht mit mir durchziehen willst, könnte ich da nicht einfach bei euch mitmachen? Nee, das ist keine gute Idee. Wieso soll das nicht gehen? Wenn du es genau wissen willst, du bist einfach zu kindisch, klar? Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.